Das, was vorher gestiegen, gestiegen, gestiegen und weiter gestiegen ist, das ist gestern gefallen und teilweise sehr deutlich gefallen, sodass wir in einzelnen Segmenten der Aktienmärkte, nämlich im Tech-Bereich, scharfe Korrekturen gesehen haben, aber eben auch bei den Edelmetallen Silber und Gold scharfe Korrekturen gesehen haben. Dafür gibt es ein paar Gründe, aber der Hauptpunkt ist vielleicht, vor allem zum Beispiel anhand von Silber, Fahnenstangencharts sind selten nachhaltig, darauf habe ich immer wieder hingewiesen. Nun haben auf das gestrige Video hin einige kommentiert, ja, Fugmann hätte da Schadenfreude. Also ich habe keine Freude, wenn Leute irgendwie Geld verlieren. Ich gönne jedem seine Gewinne. Ich glaube nur, dass wir derzeit ein Problem haben, dass wir es nicht mehr wirklich mit Märkten zu tun haben. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn ich Sportwetten betreibe und gleichzeitig den Schiedsrichter besteche, sodass alle immer gewinnen und dadurch entsteht so eine Mentalität. Es geht ja sowieso alles nach oben. Das kann doch gar nicht anders sein. Eben diese Dave Portnoy-Mentalität, das hat aber mit Märkten nichts mehr zu tun, denn Märkte sollen eigentlich ein Preisfindungsmechanismus sein, sollen Risiken und Chancen bepreisen. Wenn alles nur nach oben geht, egal welche Risiken und welche Chancen wirklich darin liegen, dann macht eigentlich das ganze Spiel gar keinen Sinn mehr. Dann ist es nur noch ein Casino mit gezinkten Karten und es macht dann auch keinen Sinn, im Grunde darüber zu berichten. Das ist das Problem. Warum soll ich von einer getürkten Veranstaltung oder getürkt ist falsch, ich möchte dieses Wort explizit jetzt hier nochmal zurücknehmen. Warum soll ich von einem Casino, das mit gezinkten Karten betrieben wird, berichten? Das ist nicht wirklich erfreulich. Das macht keinen Sinn und dementsprechend wäre es schön, wenn wir die Märkte wieder zurückbekommen würden, wenn wir also wirklich ein freies Spiel von Angebot und Nachfrage zur Findung von Chancen und Risiken bekommen würden. Das ist so ein bisschen gestern passiert oder es gab zumindest ein kleines Schlaglicht, dass es wieder so sein könnte, indem eben diese Highflyer, diese Fahnenstangencharts teilweise ein bisschen korrigiert worden sind. Schauen wir uns mal diese Korrektur etwa bei Gold, Silber an. Und da sehen wir, dass Silber den größten Abverkauf seit der Lehman-Krise hat, seit Oktober 2008, während Gold den größten Tagesverlust seit April 2013 verzeichnen musste. Und heute Nacht ging es teilweise noch weiter, dazu gleich mal mehr. Gleichwohl mit dem Tagesschluss gestern, den wir da erzielt hatten, sind wir immer noch 42% über dem 200-Tages-Durchschnitt bei Silber, hier diese Grafik, und immer noch 23% über dem 50-Tages-Durchschnitt. Damit handeln wir sozusagen höher in Relation zu gleitenden Durchschnitten nach wie vor als in 99% der Fälle. Also das zeigt, wie überspannt, wie angespannt die Situation war. Silber war teilweise 70% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Apple ist knapp unter 50% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Das meine ich mit diesen Fahnenstangencharts, die eigentlich jenseits jeglicher Normen sich hier verhalten und jeglicher fundamentalen Begründung eigentlich entbehren. Jetzt gab es dann noch eine Margin-Anhebung, vor allem bei Silber an der CME, an der Chicago Mercantile Exchange, weil eben die Volatilität gestiegen ist und das ist natürlich dann ein Problem von Leuten, die vielleicht hochgehebelt unterwegs sind, die müssten dann abdrücken. Und daher haben wir dann im asiatischen Handel weitere Verluste gesehen bei Gold und Silber. Gold dann unter die 1900er Marke gefallen, Silber sogar zwischenzeitlich unter die 24er Marke gefallen. Also fast ein Verlust von 20% jetzt innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Wir sehen aber auch, dass die Aktienmärkte so ein bisschen nach unten gekommen sind in der letzten Handelsstunde an der Wall Street. Und wir sehen hier in dieser Grafik die starke Differenz zwischen den verschiedenen Indizes. Wir haben Dow Jones und den Nebenwerteindex Russell 2000 stark. Wir haben den DAX gestern stark gesehen. Aber wir haben auf der anderen Seite eben den zuvor so gut gelaufenen Tech-Sektor, der Schwierigkeiten hat jetzt. Momentum wird jetzt abverkauft, Value gekauft. Wir sehen hier den Grund für diesen Abverkauf, nämlich die Aussagen von Mitch McConnell, dem Republikaner, der gesagt hat, ja, die Gespräche, die liegen derzeit auf Eis zwischen den US-Republikanern und den Demokraten. Man hat seit Freitag nicht mehr miteinander gesprochen, sodass eine Lösung wohl nicht mehr passieren wird. Dadurch bleibt dieser Exekutivorder von Donald Trump erstmal in Kraft. Aber das Geld geht dann nur, was die Schecks betrifft, bis 1. September. Also das ist keine dauerhafte Lösung. Und das ist so ein bisschen jetzt das, was die Aktienmärkte
Märkte eigentlich nicht auf dem Schirm hatten. Da hatte man zunächst mal gedacht, sie werden sich schnell einigen, vielleicht auf 1,5 Billionen. Das Problem ist, dass hier eben aufgrund der Lage auch an den Finanzmärkten vielleicht der Handlungsdruck nicht so groß war und ist, sodass erst vielleicht ein Abverkauf an den Aktienmärkten dann die Beteiligten an einen Tisch zwingt und zu einer Lösung. Wir sehen hier, was der Fall ist in Sachen Renditen der Staatsanleihen. Die sind gestern ziemlich deutlich gestiegen. Das ist ja auch sozusagen etwas, was entgegensetzt zum Trend der vorherigen Tage und Wochen der Fall ist. Und die Tech-Werte sind zinssensitiv, sie sind dollarsensitiv, weil sie viel Geschäft im Ausland machen. Wir sehen, dass jetzt das erste Mal der Nasdaq seit 107 Handelstagen, 3 Handelstage in Folge negativ war. Und das gab es, wie gesagt, seit 107 Tagen nicht mehr, die zweitlängste Strecke des Index in seiner Geschichte. Zuvor waren S&P und Dow Jones 7 Handelstage im Plus. Auch diese Siegesserie hatte gestern geendet. Man sieht, wie überspannt die Bewertungen sind an den sogenannten FANMAX, also praktisch Microsoft und Konsorten, Netflix, Google, wie sie alle heißen. Da gibt es ja verschiedene Akronyme, wie man solche Aktien abbildet, welche dann darin sind, welche nicht. Jedenfalls sehen wir, dass das Price-to-Sales-Ratio in etwa auf dem Niveau war, sogar kurzfristig übertroffen wurde von Februar. Wir sehen also, dass diese Aktien zwar sehr gutes, oder die Unternehmen, die dahinter stehen, sehr gutes Geschäft machen, aber gleichwohl sind diese Aktien massiv überteuert. Wir haben den S&P 500, der es nicht ganz geschafft hat, gestern auf ein neues Allzeithoch, aber wir sind unmittelbar davor. Wir haben gesehen, dann Tesla mit einem Aktiensplit von 5 zu 1. Man hat dann gleich viele, viele Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, weil die Aktie dann optisch günstiger ist. Auch das bringt so ein bisschen das auf den Punkt, was derzeit der Fall ist. Faktisch ändert sich damit ja fundamental für das Unternehmen nichts, aber es werden dann mal eben 16 Milliarden aus dem Nichts erzeugt an Marktkapitalisierung. Und wir haben gestern spätabends dann die Meldung gehabt, dass sich Biden entschieden hat für Harris, die eine interessante Kandidatin insofern ist, als sie relativ links ist, aber nicht wirklich sehr stark links innerhalb der US-Demokraten. Sie ist eine schwarze Frau oder eine nicht wirklich afroamerikanische Frau, denn der Vater ist ein jamaikanischer Wirtschaftsprofessor gewesen. Die Mutter eine Tamilin, respektive also aus dem indischen Raum stammend. Sie war lange praktisch hier im juristischen Bereich als Staatssekretärin unterwegs. Man kann gespannt sein, ob sie es ist, die dann, wenn Biden gewinnen sollte, ihm dann nachfolgt als Präsidentin. Derzeit ist es so, dass so die Umfragen für Trump langsam besser werden und für Biden langsam schlechter werden. Also die Aktienmärkte zumindest haben bis jetzt auch noch nicht signalisiert, dass da ein Regierungswechsel kommt. Aber sei es drum, schauen wir uns mal jetzt die Dinge in den Charts an von Capital.com. Alles auf Stundenbasis. Hier sehen wir Silber, das wie gesagt schon sogar unter 23,50 Dollar war, jetzt bei 24,80 Dollar. Wir sehen, dass Gold sich auch erholen kann nach den vorherigen Verlusten. Jetzt immerhin knapp an der 1900er Marke. Wir waren schon fast bei 1860. Was macht The DAX aus der Geschichte? 12.904 Punkte. Was macht S&P 500? 3.350. Hier gab es eine kleine Einspritzung aus dem frühen Handel in Europa. Und wir schauen uns noch den Nasdaq an mit 10.947 Punkten. Hier sehen wir, dass dieser Index deutlich weniger bullisch ist oder deutlich schwächer ist als derzeit etwa der Dow Jones, den wir hier sehen, der auch gestern einen Rücksetzer hatte, aber insgesamt eben weiter ziemlich konstant nach oben gelaufen ist. Also, wir haben jetzt die Situation, dass wir noch keinen Trendwechsel gesehen haben, aber doch scharfe Korrekturen gesehen haben bei den Edelmetallen und bei einzelnen Segmenten des Aktienmarktes. Wird sich das fortsetzen? Große Frage, ist das ein Trendwechsel? Wir sehen, dass zumindest die Renditen wieder ansteigen, dass also jetzt die Anleihenmärkte beginnen zu bepreisen, dass die Risiken natürlich bei Staatsanleihen bei sich permanent fortsetzender, unendlicher Verschuldung nicht kleiner werden und man dann eben mit einer solchen Rendite nicht zufrieden sein kann. Ein Renditeanstieg könnte einen Anstieg auch der Kapitalmarktzinsen mit sich bringen und das wäre schlecht für die Aktienmärkte. Wir müssen aber abwarten, ob diese ganze Geschichte so weitergeht, ja oder nein. Und damit wünsche ich das Allerbeste Ihnen für diesen wunderbaren Mittwoch mit hoffentlich bald einer sich abkühlenden Tendenz in Sachen Temperaturen. Servus und ciao.